Okay, bin ready. Runde beginnt. Hey, liebe YouTube-Freunde, willkommen zu Drum Office. So, das war ein super Anfang. Ja, würde ich behaupten, dass wir jetzt loslegen. Mit dabei ist der liebe Carbato. Krabato meine ich, nicht Carbato. Krabato. Ach, fuck. Ich wusste nicht, dass du daher kommst. Dachte, du kommst. Ich kam, dachte, du kommst von links. Anscheinend kamst du von rechts und Max ist wohl rechts. Weißt du, was ich bei diesem Map nicht so geil finde? Oder bei Free For All allgemein nicht so geil finde? Die Spawns? Ja. Ich weiß niemals, wo die Gegner herkommen. Die waren noch nie geil und die werden auch nie geil werden. Hab dich. Ja. Good job, Boy. Vor allem, du weißt nie, wo der Gegner herkommt. Siehst du? Aber ja. Von da hätte ich nicht schätzen dürfen. Eigentlich immer vom Weiten. Das hasse ich so bei dem Game, ne? Du weißt nie, woher der Gegner kommt. Ich dachte, du wärst rechts. Das sind die, genau die Momente, ne? Das ist kacke. Du weißt halt nie, wo der herkommt. Das ist das Problem. Vor allem, man lässt sich dann durcheinander führen, weil man... Durcheinander führen, Digga. Ich glaube, ich gehe mich verkaufen. Ach, fuck. Ich habe dich auch gehört, aber du warst... Du warst schneller. Ja, das ist das Problem. Man bringt sich halt sehr schnell durcheinander, weil man einfach nicht weiß, ob der Gegner jetzt wirklich so weit weg ist. Oder ob der, ein bisschen näher spawnt. Weißt du? Aber eigentlich spawnt man ja immer diagonal oder weit weg voneinander. Also man spawnt eigentlich immer weit weg voneinander, ob diagonal oder nicht, ist ja egal. Voll schwer eigentlich, das zu wissen, wo. Entweder sucht man halt, so wie ich, und rennt dann halt ins Scope rein. Man kann Pech haben, man läuft halt rein und sucht, und der andere, ja... kriegt auf die Fresse. So wie ich zum Beispiel. Jetzt habe ich gerade geguckt, wo du bist und wo du gespawnt bist. Na fuck! Die Frage ist halt, ob man immer im richtigen Moment dorthin fliegt, wo man fliegen sollte, muss. Das stimmt, da hast du recht. Man muss ungefähr abschätzen, wo der Gegner überhaupt ist. Ach fuck. Sonst kann man das nicht. Genau, das macht das Spiel dann halt auch irgendwie ein bisschen tricky, finde ich. Digga, das wusste ich nicht. Das wusste ich aber auch nicht. Das habe ich auch einfach so geschätzt. Könnte vielleicht dort kommen. Fuck, ich kriege auf die Fresse, weil ich falsch abgeschätzt habe. Ich weiß gar nicht, wo du herkommen kannst. Ach, scheiß Camper. Nein. Nein! Ich lass mir so ewig Zeit, denk mir so, alles klar, ich krieg dich, aber dann krieg ich dich doch nicht, schade. Was krass ist, keiner das statisch runterspielt, ne? Nee. Ja, ich bin tot. Nee. Weißt du, man weiß nicht, was man machen soll, ne? Ja, wirklich nicht. Weil... Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, weil... Guck mal. Digga, ich dachte, da wärst du gewesen. War einfach nur ein Müllsack. Ich hab mir gedacht, okay, also warst du's. Nein, ich war das. Ich war, weil ich dachte, du hättest mich woanders gesehen, aber war nicht so.
Ist ein knappes Game wieder. Naja, es geht. Ah, fuck, ich wusste, dass du da herkommst. Woher wusstest du das? Ich weiß nicht, wie ich laufen soll. Nein. Im Moment wollte ich gerade wegpieken. Ich hänge. Ja. Oh! Ich hab nicht gewusst, dass du daherkommst, muss ich ehrlich gestehen. Oh fuck. Ich mag es nicht so weit immer wegzulaufen. Ja, ach, und weißt du, was ich auch nicht mag? Wenn was ich denn? Selbst rechts höre auf dem Headset und dann ist der eigentlich nur rechts vor mir. Anstatt komplett rechts. Digga, ich hab zweimal veraimt. Ich hab zweimal veraimt, weil du dich bewegt hast, weil ich nicht geschätzt habe, wie du dich bewegst. Oh, ich hab verämt wie sonst Opfer. Ja, bei mir genauso. Ja, weil aber gerade versucht, ein bisschen irgendwelchen tricky Sachen zu machen. Ja, man versucht halt manchmal Sachen zu machen. Das war ein bisschen verengt. Das war ein Opfer-Move von mir. Das ist kacke, dass man echt nicht weiß, wo der Gegner herkommt. Deswegen bin ich nicht der Free-for-All-Spieler. Ah, fuck, das war voll scheiße von mir. Das ist voll der Shit von mir. Ach nee, du stehst da oben, das habe ich nicht abgeschätzt. Ich war gar nicht ganz oben. Du standst aber oben drauf und das konnte ich nicht abschätzen. Ja, ich wollte gerade nach oben. Funktioniert nicht mehr. Nee. Digga. Ich hasse mein Aim. Das war dumm zu pushen. Ich wusste nicht, ob du pushst oder zurückgehst, deswegen habe ich mal geschätzt, dass du pushst. Ein aggressiver Spiel. Ah, fuck! Du aimst immer genau dahin und ich gucke immer genau da durch. Das ist schlimm. Warum gucke ich denn die ganze Zeit dahin? Digga, ich habe so ein Pech. Ey, wer Pro-Shot sag ich noch im 2019? So wie ich, ey, das ist echt. Oh, da versuche ich zu trickshotten, das ist echt arrogant. Ich hab dich nicht in der Wand geholt, ganz knapp nur. Alles gut, nö, ich war schon drüber. Das ist so der dritte Shot, den ich misse, weil ich Trickshotte. Oh Mann, das ist echt hart. Ja. Trickshotten sollte man echt nicht, ich mag Trickshotten nicht.
Schade. 13, 15. Naja. Ah, hab ich mal besser hingekriegt. Wollen wir lieber einen 15 zu 10 draus machen? Nee, lass mal. 13, 15 war gut, muss ich sagen. Gefühl mir richtig gut, ey. So für die ersten paar Runden, die ich da vorne gespielt habe, geht das. Ich bin ja auch kein Sniper-Typ mehr. Voll traurig. Was bist du jetzt mehr? Schütze? Ich spiel wirklich mehr Schütze, aber trotzdem, selbst da kriege ich nicht viel geschissen. Na los geht's, Schütze, noch eine Runde. Nein. Danach ist aber Schluss, weil ich muss eigentlich noch was lernen. Ja, alles gut. Gut, dann mache ich diese Aufnahme jetzt zu Ende und dann spielen wir einfach eine Runde so. Würde ich sagen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ja, kannst du eigentlich auch gleich lassen. Schreibt in die Kommentare, ob ich mal noch öfter sowas bringen sollte. 1 vs 1 gegen den lieben Krabat. Oder nicht. Würde mich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal, haut raus. Euer Jabberface.